Wenn einer ein Star war, dann er. Er verzückte und er stürzte seine Fans in Hysterie. Michael Jackson, immer an der Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit. Immer auf Speed. Vergangene Nacht in Los Angeles, nachdem der King of Pop sein Leben in des Wortes wahrster Bedeutung ausgehaucht hatte. Ich dachte, das ist wieder einer seiner Scherze. Ich dachte, das kann doch gar nicht wahr sein, dass er jetzt einfach von uns gegangen ist. Ich kann es noch nicht glauben, es ist eine Tragödie. Der Tod des Michael Jackson wird von vielen tatsächlich als Tragödie gesehen. Sein Leben war es ganz bestimmt. Erfolg und Glamour konnten die Tragik nie besiegen. Michael Jackson, Ikone und Monster. Er wollte das unsterbliche Kind sein und hatte selbst keine Kindheit. Er war nicht verrückt. Michael Jackson war noch nie verrückt. Er hat natürlich keine Kindheit gehabt und sein Vater war nicht ganz nett. Ich habe ihn nicht ganz nett gefunden. Die Mutter war öfters auf Tour. Er hat seine Mutter geliebt. Gespaltene Persönlichkeit. Michael Jackson, schon als Kind ein Star. Das jüngste und talentierteste Mitglied der berühmten Jackson 5. Ein brutaler Vater Joe soll ihn regelrecht zum Erfolg geprügelt haben. Eine Schule darf er nie besuchen. Marketing-Gag oder Wahrheit? Noch als Erwachsener weint Jackson, wenn er über seine Kindheit erzählt. Vater Joe verteidigt sich schon vor Jahren geradezu lässig. Ich bin doch nicht der Einzige, der seine Kinder diszipliniert hat. Das haben damals doch alle getan. Wenn du das nicht tatest, dann konnten sie auf die schiefe Bahn geraten. Mit 14 beginnt Wunderkind Michael seine Solokarriere. Mit 24 produziert er das Album Thriller, das bestverkaufte Album aller Zeiten. 80 Wochen in den Top 10, das Video wird Kult. Gentlemen, the President of the United States, Mrs. Reagan. And Mr. Michael Jackson. Die Großen der Welt huldigen ihm. Michael Jackson ist der erste Afroamerikaner, der alle Schichten und alle Rassen begeistert. US-Präsident Ronald Reagan nennt seinen Erfolg die Erfüllung des amerikanischen Traums. Your success is an American dream come true. Jacksons Antwort allerdings ein akustischer Albtraum. Thank you very much, Mr. President. And Mrs. Reagan. Michael Jackson. Mehr Kunstfigur als Mensch. Hier in New York mit seiner Freundin Liz Taylor. 50 chirurgischen Eingriffen soll er sich unterzogen haben. Hautaufhellungen, Gesichtskorrekturen. Mehr als 20 Nasenoperationen. Freunde allerdings spielen es herunter. Also ich habe ihn mit Nase und ohne Nase gesehen. So ist es nicht. Aber das ist halt, er hat ja ein Problem mit seiner Haut. Also er hat sich nicht gebleicht und mit Farbe weiß geworden. Er hat einige Operationen gehabt. Na gut, das kann man sagen als Spleen. Aber heutzutage, wie gesagt, Schönheitsoperationen ist es gang und gäbe. Da überall, jeder hat es. Nicht jeder. Also ich habe es noch nicht. 1988 kauft er sich Neverland, das private Disneyland des Peter Pan der Popmusik in den Hügeln Kaliforniens. Auf 1000 Hektar eine Dauerkirmes mit Riesenrad und Karussell und einem Privatzoo. Hier lebt Jackson inmitten von Kitsch und Spielzeug. Er scharrt Kinder um sich und von hier aus nehmen schlimme Gerüchte ihren Lauf.
1993 ein erstes Kindersexverfahren gegen Michael Jackson. Ein 13-jähriger Junge behauptet, der Popstar habe sich auf Neverland unsittlich an ihn rangemacht. Und sogar Schwester LaToya bezieht Position gegen ihn. Michael ist mein Bruder und ich liebe ihn sehr. Aber ich kann und ich will nicht zu diesen Verbrechen an kleinen, unschuldigen Kindern schweigen. Ich würde mich mitschuldig machen. Ich habe gesehen, wie Schecks für die Eltern dieser Kinder ausgestellt wurden. In einem dramatischen Fernsehappell live von der Neverland Ranch beteuert Michael Jackson seine Unschuld. Don't treat me like a criminal, 'cause I am innocent. Behandelt mich nicht wie einen Kriminellen, ich bin unschuldig. Ich musste mich entwürdigenden Verhören unterziehen. Sie haben mich abfotografiert, auch meinen Penis, meine Hoden, meinen ganzen Unterleib. Am Ende einigt sich der Star mit der Familie des 13-Jährigen auf eine Abfindung in Millionenhöhe, angeblich 25 Millionen Dollar. Danach soll er sich mit Überdosen von Psychopharmaka vollgepumpt haben.